Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch Käsesemmeln machen. Und zwar gefunden habe ich das Rezept auf Gertrauds Blog. Den Link dazu zu ihrem Blog oder auch zu diesem Rezept tue ich euch unten in die Infobox verlinken. Wir legen auch gleich los. Wir benötigen für die Käsesemmeln 200 Gramm Gouda Emmentaler Leerdammer, egal, irgendein Käse, den ihr zu Hause habt. 200 Gramm, den tun wir jetzt dann fein mahlen. Oder zerkleinern tun wir ja. Und zwar 5 Sekunden auf Stufe 8. Den Käse füllen wir jetzt wieder um. So klein ist er jetzt geworden. Spatel. Jetzt habe ich bloß geguckt, ob ihr das auch sehen tut. Nicht, dass ich mich da verstecke. Den gebe ich jetzt auf die Seite. Dann fülle ich jetzt 250 Gramm Wasser in den Mixtopf. Und im Rezept steht ein Teelöffel Zucker. Ich habe jetzt bloß einen halben Teelöffel genommen. Der reicht uns meistens immer von der Süße her. Ich möchte auch nicht zu süße Brötchen haben. Und einen halben Würfel frische Hefe. Den tue ich ein bisschen zerkleinern. Diese Zutaten werden jetzt 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 erwärmt. Minuten, 37 Grad, Stufe 1. Und los geht's! So, die Hefe mit dem Wasser und mit dem Zucker ist jetzt erwärmt. Wir fügen jetzt 375 Gramm Weizenmehl. Ich habe jetzt Typ 405 genommen. Gehäufter Teelöffel Salz und 150 Gramm von den kleinen oder zerkleinerten Käse. Die restlichen 50 Gramm, die brauchen wir dann später für zum Bestreuen. Diese Zutaten werden wir jetzt 4 Minuten auf der Teignetstufe zu einem Teig verkneten. Teigstufe und los. So, der Teig ist jetzt fertig geknetet. Schaut er jetzt aus. Ich tue ihn jetzt auf meine bemehlte Arbeitsplatte geben und dann hole ich euch noch näher zu mir her, damit ihr seht, wie ich die Brötchen form. Doch mal rausdrehen. Na, er will nicht. So.
werde ich nur zweimal die Turbo-Taste drücken, dass der Teig, der was jetzt noch am Messer ist, an den Mixtopfrand geschleudert wird, damit ich den dann auch noch rausholen kann. Turbo. 2 Sekunden. Und nochmal. Schaut mal, also so wirklich will das heute nicht, wie ich es will. Aber er muss, ich will ihn haben, den Teig. So, dann auf Seite schieben. Und jetzt hole ich euch näher zu mir her. So, ich habe euch näher zu mir hergeholt. Das Tolle, was ich natürlich auch an dem Teig finde, der muss nicht mehr zusätzlich gehen. Also es heißt, ich kann den Teig jetzt praktisch gleich verarbeiten. Und zwar, ich habe meine Arbeitsfläche jetzt bemehlt. Werde jetzt so eine Wurst formen. Und werde 8 gleich große Brötchen jetzt abstechen. Vier. Sechs. So, die werde ich jetzt zu Brötchen schleifen. So schauen jetzt die Brötchen aus. Tolle Spannung. Lassen sich super toll schleifen. Also hätte ich jetzt vorhin nicht gedacht, wo ich ihn aus dem Mixtopf rausgeholt habe, den Teig. Aber der ist genial. So fahre ich jetzt mit alle Teiglinge fort. Die Brötchen sind jetzt alle geschliffen. Ich werde sie jetzt auf mein Backblech geben. Und werde die Brötchen jetzt zugedeckt 15 Minuten gehen lassen. Das Tolle ist, was mich echt fasziniert an den Brötchen, dass der Backofen nicht vorgeheizt werden muss. Aber das sage ich euch dann später, nach den 15 Minuten, weil dann kommt der letzte Schritt noch, bevor sie gebacken werden. So, die Brötchen sind jetzt 15 Minuten zugedeckt gegangen. So schön sind sie jetzt aufgegangen. In der Zwischenzeit habe ich ein Eigelb mit 2 Esslöffel normaler Milch vermischt. Und natürlich benötigen wir jetzt noch die 50 Gramm von unserem Käse. Die Brötchen tue ich jetzt einpinseln.
werde sie jetzt mit dem Käse bestreuen. Werde ich sie bei 200 Grad Umluft circa 20 Minuten backen. Ich schaue zwischendrin, also so nach 15 Minuten mal rein, weil die Gertraud schreibt, sie sollten leicht braun sein. Das mache ich jetzt auf 200 Grad Umluft. Wenn sie fertig sind, sehen wir uns wieder. Meine Käsesemmeln sind jetzt fertig. Ich habe sie jetzt genau 18 Minuten im Backofen gehabt, bei 200 Grad Umluft. So schauen sie aus. Die sind total fluffig. Das ist die Unterseite. Schauen sie oben aus. Also total lockere, luftige Brötchen. Ich schneide mal eine auf, damit man sieht auch, wie sie innen drin ausschauen. Schaut mal. Toll. Richtig toll. Ich beiß mal runter. Lecker. Die könnt ihr jetzt sogar so essen, ohne irgendwas drauf zu belegen. Ist echt ein klasse Rezept. Backt es einfach nach. Ihr werdet selber begeistert sein. Viel Spaß beim Nachbacken. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.